Sie erinnern sich daran. Mhm. Ah, verdammt, ich muss laufen. Ernsthaft? Okay. It's Batman. Der ist schneller als sonst. Hei, hei, hei. Ich hab da die Shift-Taste gedrückt. Ja, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal. Ja, ich erinnere mich dran. Sehr vage. Was? Ich hab diese Scheiße satt. Oha. Als würde mich das aufhalten. It's Batman. Übel. Okay. Oha. Fick dich. Ach du Scheiße. Was geht ab? Echt crazy. Ernsthaft? Okay, wie ich den besiege, weiß ich ja noch. Bolzen wir denn? Ah, verdammt. Genau, den brauche ich. Jetzt. Na, jetzt muss er nachladen. Ich könnte doch kotzen. Erstmal nachladen, ja. Lad nach. Verdammt. Ah! Schrotmunition! Oh, ich hab hier in der Falle! Ich hab hier in der Falle! Ganz gediegen! Ganz gediegen! Ganz locker bleiben! Ganz locker! Nochmal Schrotmunition! Was
Sollte auf jeden Fall mal nachladen. So, und komm her. Wo bist du? Ach, da hinten haben wir noch einen Bolzen. Das ist mies. Ich habe nur noch 2 Schuss. Die G-Munition ist auch nicht schlecht. Muss erst nachladen, ich glaub's nicht. Wie war das damals? Damals war es doch anders, da habe ich doch hier irgendwelche Fässer gehabt, oder? Ich weiß nicht, ob ich den so überhaupt schlagen kann, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Ernsthaft? Ist das jetzt euer Ernst? Scheiße. Ich hab's mit 2 zu tun. Nein! Okay. Dafür auch mehr Munition vielleicht, weil 2 ist doch echt schon ein bisschen. Boah, das ist so unfair. Scheiße. Also gesagt, es sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Auf jeden Fall mal kurz eine Spritze gönnen. Ey, 2 ist unfair. Was soll ich jetzt machen, verdammte Kacke? Na toll. Ich muss schauen, ob ich noch Munition irgendwo herkriege. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ich die 2 packen werde. Also das ist jetzt... Ey, das ist echt schon mies. Da ist noch ein Safe, glaube ich. Also wenn ich Pech habe, kommt da sogar... Kommt dann noch einer. Alter Schwede.
Okay. Ich habe nur noch einen einzigen. Das macht denen nicht wirklich viel aus. Das ist das Problem dran. Ich wollte doch gerade eine Spritze nehmen. Ja. Toll. Ich glaube, der eine ist sogar hier gegangen. Cool. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Komm. Na, lecker. Puh, alte Vergangenheit, gell? Also, ich hab kaum Munition noch. Ja, ich weiß nur nicht mal, wie das war hier. Ich glaube, ich muss die irgendwie... Okay, das Blöde ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ganze hier funktioniert. Also es ist schon ein bisschen her, wo es das letzte Mal war. Das ist schon krass. Aber jetzt lassen wir mal kurz überlegen. Also hier sind die Ladungen, hier kommt Feuer runter. Ich müsste die praktisch... Warte mal. Ich muss die alte praktisch in die Mitte locken. In die Mitte locken. Hier hin. Die falschen Bolzen. Ich brauche Elektrizität. Irgendwas, was die praktisch auffällt. Ach, ich habe noch Explosionspfeile. Okay, so mittellos sind wir gar nicht, wie ich gedacht habe. Komm, non-stop. Jetzt! Willst du mich verarschen? Hat nicht geklappt?
Verdammt. Wie war das damals noch? Wie war das damals noch? Jetzt sind sie bereit, okay. Scheiße. Ich glaube, ich muss das auch noch fertig machen. Normal würde ich jetzt sagen, okay, wir brauchen... Okay, ich habe es komplett falsch angefangen. Komm, okay. Okay. Jetzt dürfte ja alles soweit bereit sein, glaube ich. Die kann nämlich von Leichen zu Leichen springen. Brauche ich nur, wir haben noch einen Elektrizitätsbolzen. Irgendwie zwingend zu mir zu kommen. Genau. Ich bräuchte doch ein Elektrizität. Tut mir aber leid, ey. Was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Hardcore. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Okay, ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Also ich befürchte, Myra ist nicht mehr Myra. Myra? Okay, den Typen haben wir erledigt, aber, also besser gesagt, Myra hat ihn erledigt. Wir haben so die Aufgaben erfüllt, wo wir zurück nach Beacon gekommen sind, in die Nervenheilanstalt.
vom ersten Teil war ein guter Rückläufer. Außer einer hat gefehlt, der Ruvik. Der hat noch gefehlt eigentlich. Okay, und wie es aussieht, geht das Ganze noch weiter. Wir haben überall so ein Clipper-Zeug, was die Maria dahinter lässt. Ich denke mal, das wird noch lustig werden. Vermute ich einfach mal. Wir schauen mal kurz, ob wir hier noch was finden. Und dann denke ich mal, gibt es noch einen Weg, nämlich aus der Tür raus. Weil springen können wir ja in dem Spiel nicht. Apropos, ja, wir haben noch 7 Schuss in der Pistole. Okay. Dann machen wir mal auf. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Das Ende dieser Welt. Kapitel 15. Also haben wir auf jeden Fall doch noch ein Kapitel. Alter Schwede. Also alles zerfliegt, alles geht kaputt. Bis jetzt war der Teil echt geil. Also mir hat er bis jetzt sehr gut gefallen. Oh. Der hat ja alles mal in Statue verwandelt, einfach mal so. Die Frau ist Psycho. Und mit der waren wir verheiratet. Also in dem Zwischenspann, wo wir doch die Entschuldigung gehabt haben und so. Da war sie noch sehr sympathisch. Und jetzt auf einmal. Ist so unsere Gegnerin. Oh, da wird es doch noch ein Happy End geben. Verdammt. Myra, wo bist du nur? Ich weiß gar nicht, ob das so geil ist, sie zu finden, ey. Weil, okay, sie hat uns nicht getötet. Das ist zum Beispiel schon mal ein Vorteil. Aber wohlgesonnen ist uns ja auch nicht wirklich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Schon krass aus. Also von den Schreckenmomenten und so weiter, muss ich sagen, war der erste Teil bis jetzt deutlich besser. Oha. Da meint jemand gut mit uns. Dass wir wenigstens ein bisschen was zusammenkriegen an Munition und so Sachen halt. Das ist schon mal sehr gut. Werden wir wahrscheinlich auch. Was ist das? Oh oh. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Myra. Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Ich glaube. Bitte. Ich glaube, die will was anderes. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Das sieht schon total krass aus. Myra! Was ist los?
Ich muss Lily beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lily hier nicht zurück. Keine gute Idee. Ach du Scheiße. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Packe Maya über die Überreste von Union. Ich frage mich gerade. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den ersten Teil. So ein kleines bisschen. Ja, Munition, Sicherung. Wo wir damals jemandem gefolgt sind. Durch die Stadt. Also hier geht's nicht weiter. Ne, die ist geschlossen. Und so erinnert mich das gerade hier dran. Aber dieses Weiß macht mir ein bisschen Sorge. Weil irgendwie kann die ja Menschen in Stein verwandeln, habe ich das Gefühl. Vier Munition und dann müssen wir hier weiter. Wie es aussieht. Ah, hier haben wir nochmal Nägel. Das haben wir von oben gesehen, genau. Also doch kein Loot vergessen. Oh Mann. Haben wir hier neue Dias? Nein, haben wir nicht. Wir haben keine neuen. Ich habe auch keine vergessen. Ja doch, eins habe ich vergessen, schon am Anfang. Und wahrscheinlich das letzte auch noch verdunnelt. Passiert. Okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier an der Stelle mal. Und würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles so auf uns zukommt. Kapitel 15. Auf jeden Fall interessant. Und einerseits bin ich froh, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Und andererseits würde ich sagen, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Also entweder wird es glücklich oder es wird böse werden. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall war das schon richtig heftig, diese Folge. Ja, dann, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Players Club Member Bibi und ciao.